Schnüppel. Ja. Geil. Ich verliere meine Goldmünzen. Hilf mir, meine verfluchte Duplone zu finden. Okay. Leeren. Aufsammeln. Ah! Oh mein Gott. Das war strange. Hallo, Oktopode. Bin ich klug genug, um diese Sardinendose zu öffnen? Hilf mir, meine Intelligenz zu erhöhen. IQ-Test. Nee. Ein Buch. Ja. Nein. Ich will die Zahnspange nicht tragen. Oh, Grab von und zu, Oktopus. Wie kommst du hier rein? Mein Körper ist nicht auf das Leben im Ozean angepasst. Hilft mir mehr, wie ein Wal zu sein. So Schwanzflosse. Ja. Oh, warte. Kiemen. Riesige Schwanzflosse. Walflosse. Geil. Erschaffe ein Mythenwesen, damit es mein Freund wird. Ja. Tiefseekumpel. Du kannst jetzt als Maxwells Bruder Glum spielen. Will ich aber nicht. Alle! Ah, Riesenschildkröte, ha? Huh? Freundlicher Kraker. Zahne. Wo kommt diese Riesenschildkröte her? Otter. Oh, ein Otter, wie süß. Wer bist du? Hallo. Ich schwöre, da ist ein riesiges Aquarium. Erschaffe etwas Aquarium-typisch und beweise es. Alge. Tap, tap, tap. Was bist du? Fischfutter. Aha. Alles klar, das ist eine Mission, das ist eine Mission. Ach hier, das Piratenschiff. Mein Geisterschiff gesungen, hilft mir, es an die Oberfläche zu bringen. Schon mal.
Tischtennis. Ball. No. U-Boot. Haken. Nein! Okay, ciao. Knüppel aus dem Schiff. So. Hilft dem Wissenschaftler dabei, eine Nahrungskette zu erschaffen, die sie erforschen können. Die Nahrungskette! Okay. Let's go. Nahrungskette. Hilft dem Wissenschaftler, eine Nahrungskette zu machen. Erzeuge zuerst eine Energiequelle für Leben. Eine Energiequelle. Generator, oder was? Ja. Ah! Das war nicht so witzig. Was meint ihr denn mit Energiequelle? Der Generator wird es wohl nicht sein. Wasserkraftwerk. Nee, okay. Plankton. Ja. Okay, keine Ahnung. Da wird mir sicherlich gleich einen Tipp geben, ne? Eine Lebensenergiequelle. Sauerstoff. Ja. Das war's offensichtlich nicht. Genau, gib mal einen Tipp hier. Von wo stammt die Energie für alles Leben auf der Erde? Ah. Erschaffe als nächstes eine Lebensform am unteren Ende der Nahrungskette, die diese Energie nutzt. Plankton. Ja, toll, der arme Wal. Erschaffe nun einen Pflanzenfresser, der sich von den Wasserpflanzen ernährt. Plus ein Raubtier am oberen Ende der Nahrungskette, das alles fressen kann. Ja. Hey. Ah, okay. Ja. Oder hier. Nimm Nessie. Okay, auch nicht. Dann nehmen wir den Hai. Ja.
Da will man es mal ein bisschen alternativ machen und dann darf man nicht. Ach, das ist doch Kacke. Kacke ist das. No! Ich lehne das ab. Erschaffe aufregende Szenarios für die Unterwassertouristen. Das klingt doch mal spannend. Spannend! Spannung! Oh. Ups. Erster Wrack ist, erster Halt ist bei einem Schiffswrack. Ja, erschaffe drei Objekte, die man in einem Schiffswrack findet. Leiche. Koralle. Schatztruhe. Tada. Leichen, Korallen, Schatztruhen. Alles richtig gemacht. Jetzt wollen die Touristen ein paar gefährliche Tiere sehen. Erschaffe zwei gefährliche Meerestiere. Piranha. Ah! Und ein Kraker. Ja. Harr, harr. Oh, hallo. Erschaffe jetzt zwei Objekte für eine Kampfszene unter Wasser, die Touristen in Erstaunen versetzen wird. Kampfszene. Harpune. Und eine Kanone. Artilleriegeschütz, ja. Nehme er dies. Kanone. Ach. Maschinengewehr. Ja. Kanonenkugel. Wasserpistole. Das meinte ich eigentlich nicht. Unterwassergewehr. Unterwasserpumpe. Ja, nimm die. Peng. Jo! Alles klar. Hier gibt's richtig hart Alarm. Jetzt haben wir die Ruinen einer alten, versunkenen Stadt erreicht. Doch sie sieht recht unspektakulär aus. Erschaffe drei Objekte, um die Touristen zu beeindrucken. Alles klar. Wir fangen wieder an mit einer Leiche. Oh. Wie wär's mit einem Römer? Gibt keinen Römer. Gibt es ein, wie heißen die denn? Centurio. Den gibt's. Ach, Menno. Skulptur. Ja. Ach komm schon. Ein Schatz. Oder Gold. Oder eine Seile. Ja. Ein Haus. Ach komm schon. Irgendwas muss noch dabei sein. Eine versunkene Stadt besitzt sicherlich alte Wahrzeichen.
Keine Krone. Ja, komm, sag mal an hier. Ah, okay. Vulkan. Ja, ja. Peng, 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 peng. Ist ja okay, habe ich ja verstanden. Ah! Yay, fertig! Okay, weiter geht's. Hierhin! An die Syntax-Station. Ne, wobei, wir machen erstmal hier die. Zack. Wir kommen im Kala-Krater. Hallo. Oh, ein Alien! Noch ein Alien! Und dann hier ich. Hallo. Traust du dich mit dem Mondfahrzeug über den Krater zu springen? Natürlich. Hui! Okay, absteigen. Macht dir das Gelände für die Landung klar. Press Lufthammer. Hol den Vorschlaghammer. Sie haben ein Denkmal gebaut. Ja, läuft. Runter mit dir. Zack! Bla 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 bla. Mir ein paar Pflanzen, die auf dem Mond wachsen. Gänseblumen. Ja. Ah. Terraforming auf dem Mond.